Ciao zusammen, ich bin Jürg und jetzt starten die Playoffs. Mit NHL 18 füllen wir hier auf meinem Kanal jetzt mit der League of Nations Playoff-Zeit. Ich habe es euch versprochen und da ist es tatsächlich Playoff-Time. NHL 18 Time, League of Nations Time, einfach nur geil, ich freue mich so was drauf und ich hoffe auch, dass du eine riesen Freude an dem Ganzen hast. Wenn das der Fall ist, lass mich doch, dass wir mal einen Daumen nach oben zu dem Video wissen. Kurz noch zu den Playoffs, ihr seht vielleicht da, was ich eingestellt habe. Es sind natürlich die 8 Teams, ihr seht auch die Paarungen, habe ich im letzten Video auch schon vorgestellt, aber ihr seht sie ja da nochmal, da seht ihr sie natürlich auch nochmal. Dann wir machen ein Best of 5, nicht Best of 7. Dann, wenn es nach 60 Minuten nichts geht, gibt es 5 Minuten Verlängerung 3 gegen 3. Und wenn dann noch keine Entscheidung gefallen ist, dann gibt es ja das Penalty-Schiessen. Das Ganze habe ich so gemacht, ich will die Playoffs nicht zu lang ziehen, will sie kürzer halten, damit wir so schnell wie möglich mit einer neuen Serie oder mit anderen Serie hier anfangen können. Denn League of Nations, es ist geil, aber es wird auch endlich Zeit für etwas Neues. Und wenn ihr geile Ideen habt, lasst mich das wissen, beziehungsweise lasst mich wissen. Ich habe schon Sachen im Kopf. Aber wenn ihr Sachen auch im Kopf habt, lasst mich doch das mit einem Kommentar wissen. Nicht bewundern, was ihr für Ideen habt. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ein paar Ideen von euch natürlich meine Ideen noch toppen könnten. Also ab in den Kommentar mit euren Ideen, mit euren Vorschlägen. Und genau so was könnt ihr auch noch etwas ganz erwarten. Genau so was. Was für ein Deutsch von mir. Ja, was ich eigentlich will sagen, was habt ihr als erstes gemacht bei NHL 18? Welches ist euer Lieblingsteam, das ihr ausgewählt habt? Gegen wer habt ihr das erste gespielt? CPU, gegen einen Kollegen? Habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Welchen Modus habt ihr das gespielt? Was habt ihr als erstes gemacht in NHL 18? Schreibt euch das auch in den Kommentaren. Es nimmt mich richtig Wunder, was ihr als allererstes hier bei NHL 18 gemacht habt. Meine erste Aktion war ja alles, das Nachbauen und jetzt direkt das Video für euch hier aufnehmen. Und jetzt heisst es nur noch eins. Action auf dem Eisfeld ist angesagt. Also los! Gott. Oh mein Gott, mein allererstes Spiel NHL 18 Vollversion ist am Start. Wir verlieren natürlich das erste Bulli. Nein, was sind die scheiß Anzeigen? Scheiß Anzeigen. Einfach pausieren und raus in die Wand. Die erste Aktion gehört, wie es aussieht, der Tschechen da. Oh, haben wir Glück gehabt. Jetzt die Schweizer im Angriff mit Roman Josi. Was für eine Bombe. Ich habe so das Gefühl, dass es ein Goal geben könnte. Und das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Da ist es 1:0 für die Tschechen. Ah, bitterer Start in die Playoffs. Der nächste Angriff, das mal saved aber der Hiller. Oh, können wir da schön einen Angriff machen? Jawohl, sehr schön, Backhand und innen, nein! Noch der Ausgleich vor der Pause. Schön, der Chiba da oben und jetzt innen kommen El Nino. Oh, das könnte gut kommen, das könnte gut kommen. Und Pass, Schuss, nein! Ich brauche unbedingt den Ausgleich, nein! Oh, sie bringt den Pass, sehr schön Schuss. Und da haben wir den hochverdienten Ausgleich zum 1:1 im zweiten Drittel. Jawohl. Nein, nein. Aha, fast den Ausgleich kassiert. Holen wir uns jetzt die Führung. Schieben haben wir noch. Fehlpass, Schuss. Jawohl, da ist die Führung. Hat gar nicht gut aussehen, wir haben overcheckt worden sind, aber da haben wir gleich die Schiebe gekriegt. Ihr habt es gesehen. Querpass, Schuss, 2:1 Führung. Nicht rauslich kassieren. Nicht rauslich kassieren, sondern blöder scheiß fucking Distanzschuss. Habe ich noch einen Schuss reingehen mit meinem Mann, aber es hat nicht geklappt. Ausgleich zum 2:2. Dann holen wir uns jetzt wieder die Führung. Komm, zack! Ah. Ey, was machen da die Tschechen? Was machen die Tschechen? Danke, Hiller. In der entscheidenden Phase dürfen wir Unterzahl spielen. Nein, 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 nein! Oh. Oh, komm, heb doch Hiller! Unterzahl ist überstanden, aber die Tschechen geben weiter Gas. Kondri, jawohl! Komm, El Nino, komm, El Nino, komm! Jawohl! Oh, Pass, Schuss! Nein! Wir dürfen jetzt einfach kein Goal kassieren, wir dürfen es jetzt einfach nicht kassieren. Geh rein ins Slot! Schön, Hiller! Oh, es ist Overtime, erstes Spiel, erste Overtime. Die Tschechen machen richtig Druck. Jetzt, komm, nein! Oh nein, nein! Ah, oh, Hiller. Komm, El Nino, bring den Pass über. Jawohl, Schuss. Andere Pfosten. Jetzt von hinten. Ja, ja. Yes. Oh mein Gott, das hat geklappt. Wir gewinnen das erste Playoff-Spiel nach Overtime. Meine Güte, was ist das für ein Match? Was für Nerven hat das gekostet? Wir gewinnen den ersten Match in Overtime. Oh mein Gott. Hey. Und jetzt gehen wir gerade ab in den zweiten und letzten Match von heute. Los! Was für ein erster Match. Zweiter Match hat jetzt aber angefangen. Wir müssen uns auf den konzentrieren, denn den Match will ich natürlich auch gewinnen. Nicht Bullis verlieren. Nicht Bullis verlieren!
aus dem Grund soll man nicht Bullis verlieren. Wir kassieren das Goal. Tschechen führen im zweiten Match mit 1-0. Oh, oh, shit. Hiller saved. Na, Goal vor der Pause. Nein, leider nicht. Wir müssen uns extrem steigern. Das erste Drittel ist scheiße. Und da haben wir gerade die Chance mit einem Goal. Die Tschechen sind unglaublich stark, aber wir bestrafen sie jetzt. Nein! Pfosten, Abpraller, Goal. Ja, kann ich nichts was sagen. Aber wir haben endlich den Ausgleich erzielt. Yes, 1-1. Simon Moser verwertet den Abpraller. Wir dürfen sie einfach nicht wieder in Führung kommen. La, Hiller saved. Bring den Pass an, bring den an! Jawohl, aber er verwertet den anderen nicht. Und jetzt ist die Chance komplett vorbei. Bringt das letzte Drittel die Entscheidung. Wir wissen, sie best kommen auf jeden Fall auch. Und jetzt rein mit dem Slapshot oder mit dem Handgelenkschuss eigentlich. Oh nein, oh nein. Ach, wie schlecht haben jetzt gespielt. 2-1 für die Tschechen. Wir müssen wieder einen Rückstand aufholen. Und die Chance ergibt sich gerade jetzt. Komm, gerade rein. Ah. Nein, 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 Schönhiller. Malgin, Malgin, er kommt durch. Bitte mach's. Nein. Es laufen die letzten paar Sekunden in dem Spiel Nummer 2. Ihr seht, die Tschechen haben die Scheibe. Und somit verlieren wir den Match mit 1-2. Knapper Match. Es wäre ein verdienter Sieg, aber eigentlich auch eine unverdiente Niederlage für uns. Wir können es aber nicht ändern. Es steht somit in der Serie 1-1. Ihr habt gemerkt, es gibt nur 2 Matches. So wird es eigentlich auch bleiben in den Playoffs. Wie ist es ja best of 5? Ich denke, da ist es am besten, wenn man 2 Matches macht. Vielleicht gibt es auch mal eine Runde, die ich 3 mache. Das kann variieren. Aber ich würde sagen, so sieht das richtig geil aus. So sieht das. So kommt das einfach richtig geil. Mir hat es auf jeden Fall absolut Spass gemacht. Ich hoffe, auch dir hat es Spass gemacht. Vergiss nicht, wenn das der Fall war, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Denn jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!